Willkommen bei den Foodfellas. Heute brennt uns der Arsch. Was gibt's denn? Heute gibt's ein Chili Cheese Hotdog. Ja, wir machen eine schöne Chili Cheese Soße mit selbstgemachten Hotdog-Brötchen. Diesmal kleine. Und was haben wir? Die haben ja 40 cm Kracher, aber 40 waren das, ne? Letztes Mal. Ich glaube 40 cm. Und als Würstchen nehmen wir, ach, wie heißen die schon? Pfefferbeißer. Pfefferbeißer, ja. Aber einfach, wir hauen die einfach auf den Grill, probieren das mal aus. Ich habe schon öfter mal einen Topf gemacht, die sind super geil. Die kann man eigentlich so kalt essen, aber der Hammer. Ja. Das Besondere ist ja jetzt hier die Soße auch, ne? Ja. Und der Chili-Kram. Also, ne? Wie gesagt, die brennt zweimal. Und ja, dann werden wir noch ein bisschen Zwiebeln in eine Pfanne machen. Jo. Und das ein bisschen verfeinern vielleicht. Mal gucken. Ein Zwiebelbett für die Würstchen. Das wird super geil schmecken und ist eigentlich ganz schnell gemacht und schön zum Nachmachen. Ja? Also ich freue mich jetzt schon. Ich auch. Die Brötchen gehen nämlich gerade auf und wir warten gerade, wir hatten gerade ein bisschen Zeit, laden wir ein bisschen voll. Genau. Ne? Sieht man das? Oh ja. Nee. Nein, ein bisschen. Gut, ja. Dann. Viel Spaß dabei. Und ich auch. So, die ganze Vorbereitung heute werden jetzt erstmal zum größten Teil in der Küche geschehen heute. Und die Würstchen werden wir nachher schön auf den Grill knallern. Und zuerst werden wir jetzt erstmal den Bacon anballern. Schön anbraten. Hier ist er schon mal vorbereitet. Ne? Man muss ja präsentieren hier ein bisschen. Pfanne ist auch schon heiß. Kleiner Test. So, dann würde ich sagen, knallen wir einfach mal rein. Es geht nur darum, den richtig schön durchzuziehen, damit der später hart ist und wir den dann in die Soße reinbröseln können. Aber wer das Bacon-Barbecue-Ding da gesehen hat, die Soße, der weiß, was ich meine. Dafür kann man auch gut den Scheiß-Bacon nehmen. Den man für das Bacon jetzt eigentlich nicht so gut gebrauchen kann. Und nebenbei gucken wir mal, was unsere Brötchen machen. Jawohl. Andi, wir können noch 5 Stunden aufnehmen. Nur noch? Ja. Regen. Da müssen wir reinreißen. Oh, das reicht uns dann jetzt wieder erstmal. Dann nehmen wir uns das hier einfach mal ein bisschen auf Brettchen. Dann wollen wir uns das abkühlen und dann wird das schön hart, schön knusprig. Und sich zusammenreißen, dass man nicht nascht. Ja, es wird hart jetzt. Gut. Die Brötchen sind ready. Guckt euch die Kracher an hier, da Leute. Guckt sie euch an. Das ist auch geil, oder? Die selbstgemachten Dinger. Die sehen nicht perfekt aus, aber der hier vorne schon, Alter. Der hier vorne sieht richtig geil aus. Ach, soll keine Industriescheiße sein. Das muss ja. Selbstgemacht, meine Freunde. Selbstgemacht. Mit Liebe gebacken. Ja. Guckt euch das an. Oh, Alter, der Duft sieht richtig geil aus. Jetzt bereiten wir unsere Käsesoße vor, unsere Chili-Cheese-Soße. Dafür haben wir hier einfach Kondensmilch, 7,5% Fett. Da sind, wie viel sind hier drin? 320 Milliliter. Die hauen wir einfach komplett rein. Ihr könnt das auch mit normaler Milch machen und dann Quark. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie man es mit Kondensmilch macht. Ich lasse hier kurz ein bisschen warm werden und dann knallen wir den Käse mit rein, dass der schön schmilzt und dass sich das dann schön verbindet. Ja, und dann sehen wir weiter. Immer in Bewegung halten, ja, nicht, dass die olle Milch anbrennt. So, und dann hauen wir hier, ich habe Edamer, hauen wir einfach ein bisschen schon mal rein und rühren. Leute, rühren. Im Endeffekt kommt die ganze Packung rein. Nicht geizen, das soll schön käsig werden. Ihr könnt auch verschiedene Sorten Käse nehmen, das trägt nur zum Geschmack bei.
aber so insgesamt ungefähr 200 Gramm kommen da rein. Das ist der Käse Spider-Man. Für die Farbe, die sieht natürlich ein bisschen lasch aus, die Käsesoße, hauen wir hier ein bisschen Kurkuma rein. Einfach mal so ein bisschen langsam rantasten. Wenn ihr zu viel nehmt, dann wird das wirklich, ja, wird so körnige Soße dann schon fast. Und das ist dann nicht sehr geil von der Konsistenz her. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich dachte das erste Mal, viel hilft viel, haust du erstmal eine halbe Packung Kurkuma rein. Nee, war nicht so cool. War natürlich schön gelb dann. Da kann man überlegen, wenn das nicht so geschmacksintensiv ist, das Zeug, ob man dann einfach sagt, man nimmt Lebensmittelfarbe. Ja, kann man sich auch. Ja, voll. Groß vom Gewürz her. Aber ach, ein bisschen was bringt das auch. Was irgendwas bringt das? Ja, sicher. Da mal ein bisschen Prise Salz. Diese Pfeffer rein. So. Oh, ist das schön gelb geworden. Ja, reicht auch hin. Wie gesagt, wenn es zu viel, dann wird die Konsistenz komisch. Und jetzt fangen wir an, unseren Bacon hier ein bisschen rein zu bröseln. Deshalb auch nicht so viel Salz nehmen. Weil der Bacon, der wird es natürlich noch übelst nach. Zwischendurch ein bisschen in Bewegung halten. Und jetzt wird es auch langsam ein bisschen fester. Aber nicht wegen Bacon, aber. Das ist ein Zauberbacon. Mit Bacon wird alles besser. Ich würde die Soße fester. Soßenbinder. So, die ist jetzt schon sehr schön käsig, die Soße. Jetzt ist der Moment, wenn ihr Leute habt, die es nicht so scharf mögen, dann nehmt ihr hiervon ein paar Kellen raus für die. Ja, weil gleich kommen die Sachen mit richtig Bums rein. So, jetzt bringen wir noch ein bisschen Geschmack in die Sache. Und zwar haben wir hier eine Jalapeno. Einmal einfach so klein. Und dann hier noch eine kleine Chili. Wer es nicht so scharf mag, wie gesagt, Kerngehäuse entfernen irgendwie. Oh. Und da rühren. Das erinnert mich so ein bisschen an die Chili-Cheese-Soße von Bull. Oh. Da will ich irgendwann hinkommen, weil die schmeckt mir richtig geil. Jutje, ich fertig. So Leute, das Baconfett, das haben wir natürlich nicht weggeworfen. Wir braten da jetzt unsere Zwiebeln drin an. So, ich würze mal schön ein bisschen an. Dann werden wir also noch ein bisschen mit braunem Zucker überträufeln. Das ein bisschen karamellisiert, ein bisschen Schärfe rausnimmt. Das ist, glaube ich, so ein geiles Gegenstück zu der Chili-Soße dann. Ein paar süße Zwiebelchen. Da haben wir das. Jetzt kommt eine schöne Prise brauner Zucker drauf. Das mal schön karamellisieren mit den Zwiebeln. Und dann kommen die unten ins Brötchen, darauf kommt die Wurst und dann die Käsesoße oben drauf. Das wird grandios! So, jetzt haben wir so leckere Würstchen. Den hämmern wir mal drauf hier. So, zack, zack. Ah.
Dann habe ich nämlich die Idee. Dann legen wir mal ein Brötchen auf. Es wird der Moment schon gekommen. Warte, das Messer. Mal antasten. Oh, oh. Oh yeah. So, dann nehmen wir uns einen schönen Schuss von den karamellisierten Zwiebeln. Und die unten rein. Eine Wurst. Läuft doch. So, Leute. Jetzt einen ordentlichen Schuss. Chili Cheese. Chili Cheese Soße. Irgendwas läuft mir heiß den Finger runter, verdammt. So, so sieht er aus. Sag mal, ja, die Geschichte. Oh yeah. Oh yeah. Oh ja, wow. Nein, das wird auch. Ein Traum wird das. Ich will das schmecken richtig gerade, Alter. Ja. Da ist er. Ich werde probieren. Boah. Heute macht euren Hotdog mal mit Pfefferbeißern. Ohne Witz. Richtig geil. Die Zwiebeln. Ein bisschen süß. Von oben die Schärfe. Oh ja. Das Brötchen ist natürlich super geil. Hört sich zumindest schon mal richtig lecker an. Ja. Ja. Ich bin sehr zufrieden. Alle Fastfood-Ketten können einpacken. Oh. Soll ich mal die andere Seite nehmen? Was? Tu mal die Kretze. Stell dir das nicht so an. Ich habe ja nur ein Sahnenstück, wenn ich in der Mitte bin. Oh, mit Pfefferbeißern. Muss ich recht geben? Egal, das drehe ich nochmal um, weil jetzt schon mal in der Mitte. Siehst du. Oh ja. Eine Nuss mit den karamellisierten Zwiebeln und oben mit der Schärfe, mit dem salzigen Käse oder dem Bacon. Geil. Ja, kleines Fazit zu unserem Ding hier. Hotdog. Ist eigentlich eine schnelle Sache. Ja. Die Soße schmeckt mega lecker. Fehlt noch ein bisschen was zur Burger King Soße, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht was. Wir werden es noch mal weiter versuchen irgendwann. Aber die ist sehr gelungen. Die Zwiebeln sind mega geil. Die Brötchen sowieso, wenn ihr die noch nicht kennt oder das, den Teig noch nicht kennt, ist der Teig von unserem XL Burger Bun. Verlinken wir euch noch mal. Ja, kommt jetzt leicht, ne? Bumm. Ja, schaut mal auf unserer Facebook-Seite vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ne? Aber ganz neu eingerichtet. Ja, habe ich im letzten Video schon erzählt. Ja, du weißt gar nichts, weißt du. Mann. Gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.